Hallo, meine lieben Juicies, it's Juicy Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es heißt Juicy Time. Ja, heute gibt es endlich die Review von Beauty Bay. Die Brand, die entweder gehasst oder geliebt wird. Ich bin schon total obsessed, diese Produkte heute mit euch auszutesten. Und kurzer Disclaimer vorher. Letzte Chance für das Gewinnspiel. Und hier haben wir das Schätzchen. Das alles ist drin, habe ich für euch gesammelt. Wir haben drin ein Lipgloss. Wir haben drin eine High-End-Brand mit einem matten Lipstick, der wunderschön ist. Wir haben eine Mascara, wir haben Highlighter, Lidschatten, eine mittlere Palette und eine kleine Palette. Und wir haben einen Blush. Ja, eine mega Ausbeute. Und zwei Produkte, die so perfekt zum Muttertag passen. Deswegen Muttertag. Allerdings muss ich kurz dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, euch die vor meinem Urlaub zu schicken oder erst nach meinem Urlaub. Okay, wow. Mich hat hier gerade eine Fliege irritiert. Sorry. But not sorry. Genau. Also, seht es mir nach. Ich habe noch viel zu erledigen. Ich weiß es wirklich nicht, ob ich es schaffe. Wenn ich es schaffe, super. Ansonsten seht es mir bitte nach, dann kommt das auf jeden Fall nachträglich zum Muttertag. Wer wird diese Schätzchen hier gewinnen? Was ihr dafür tun müsst, ist, wohin werde ich reisen im Mai? Dieses Land hat eine Flagge, die dieselben Farben hat wie Spanien, rot-gelb. Und es hat eine strahlende Sonne. Schreibt mir das in die Kommentare. Außerdem müsst ihr mich abonniert haben, hier auf diesem Kanal natürlich. Und ihr müsst mir auf Instagram folgen. Ich schreibe euch das Instagram hier runter im Video. Und ansonsten ist es Gina-Juicy11. Genau, da müsst ihr mir folgen, die Frage beantworten, wohin fahre ich im Mai. Und ihr müsst mich hier abonniert haben. Und dem Video natürlich einen Daumen nach oben geben. Vielen Dank. Ja. Der ist für euch prall gefüllt mit einem High-End-Produkt. Von niemand Geringeres. Wer meine Videos kennt und geschaut hat, weiß, was da drin ist. So, meine Lieben. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Ich bin schon total obsessed, diese Produkte mit euch zu reviewen. Die Swatches findet im Übrigen im Video, dem letzten Shopping Haul und Unboxing. Da habe ich auch die Swatches gemacht und ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht, wie pigmentiert die Produkte sind. Beauty Bay ist eher eine Drugstore-Brand im höheren Preissegment. Ja. Genau. Am Ende sage ich euch, was ich für die Produkte ausgegeben habe. Ja. Was mir aufgefallen ist bei den Swatches, dass die Swatches wirklich ganz schwer abgingen. Also ich musste viel arbeiten, bis sie ab waren tatsächlich. Also die scheinen wirklich sehr zu haften an der Haut. Was immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass die Shades auch nicht verblassen. Kurze Rede, langer Sinn. Wir starten und zaubern uns jetzt ein Juicy Make-up. Wir starten als erstes mit der Face-Palette. First Light nennt die sich, kommt in dieser Umverpackung. Und sieht so aus. Und nennt sich Bronze Blush and Glow Face Palette. Kommt hier auch mit einem Spiegel daher.
Ja, und das sind die Farben. Sehr, sehr schön. Auch den finde ich sehr schön. Es sind zwei Blushes. Einmal in Peach und einmal in so einem Rosy-Ton. Wir haben hier einen Champagner-goldenen Highlighter. Und wir haben hier oben einen Bronzer. Der Bronzer nennt sich Hazelnut. Der könnte ein bisschen zu hell sein, aber werden wir gleich feststellen. Und der Peachy Blush nennt sich natürlich Peach. Und der Rosy nennt sich natürlich Rosebud. Und der Highlighter nennt sich Precious. Hoffentlich spreche ich es richtig aus. Mein Englisch ist not the best, you know. My English is not the yellow from the egg. So sieht diese Face-Palette aus. Die brauchen wir jetzt als erstes. Ich habe schon die Base drauf. Ich habe schon die Foundation drauf. Und gesettet und Concealer. Ach, apropos Concealer. Da ist er. Dieser Concealer kommt in eure Gewinnbox mit dazu, den haben wir jetzt vergessen. Also wirklich ein prall gefülltes Päckchen. Also, wenn es sich diesmal nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Aber nun gut, lange Rede, kurzer Sinn. Sagt man das Song? Lange Rede, kurzer Sinn? Ich glaube ja noch. Gut, würde ich sagen, also ich habe schon gesettet und bevor wir hier starten, kommt mal näher ran, um zu schauen, was hier das Tantchen so macht. Ich würde sagen, bis gleich im anderen Blickwinkel. So, meine Lieben, jetzt dürftet ihr alles sehen. Ihr seid ganz nah dran. Und ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt hier mal so ein Pinselchen. Ich nehme diesen angeschrägten Pinsel von Luvia Cosmetics. Und wir gehen natürlich erstmal in diesen Bronzer rein, in Hazelnut. Und dazu habe ich auch den passenden Lip Liner. Der ist auch so Hazelnut von Trinity Up DM. Aber dazu später. Ich hoffe, der ist nicht allzu sehr pigmentiert. Oh, der ist aber schon warm. Ja, meine Lieben, es steht wirklich viel an. Morgen fahre ich erstmal nach Bonn in die Botschaft, worauf ich mich überhaupt nicht freue. Extra einen Tag Urlaub dafür genommen. Ja, was will man machen? Was muss, das muss, wa? Ja, der ist auf jeden Fall nicht so krass pigmentiert, was ich sehr, sehr gut finde. Den kann man schön aufbauen, wärmt aber schön das Gesicht auf, wie ihr sehen könnt. Bronzer muss man einfach aufbauen können. Der von Messaouda ist einfach so pigmentiert, dass ich manchmal übertrieben overbronzed bin. Und den kann man schön aufbauen, so warm, wie ich ihn haben will. Durch die Beleuchtung wird es immer noch sehr hell. Ja. Ja, der erste Teil, ich bin ja nicht alleine unten, sondern wir werden insgesamt so fünf sein. Und der erste Teil ist heute schon losgefahren. Und wir fahren eine Woche später. Aber der erste Teil, die machen auch noch Zwischenstopp in Salzburg, Zagreb und ja, die zwei Stationen.
Und bis die da unten angekommen sind, sind wir quasi schon kurz davor, da anzukommen. Ja, also wie gesagt, ein schöner Bronzer, ein schöner warmer Ton. Gefällt mir ganz gut. Ja, zu Beauty Bay Produkten, die einen feiern es. Ich habe eine Zuschauerin, die liebt es sehr. Andere Content Creator, ja, ist so durchwachsen. Contra Junkie hat das zerrissen. Fand es weniger gut. Ich muss sagen, der Bronzer gefällt mir bis jetzt ganz gut. Klar gibt es immer noch bessere Bronzer. Aber der lässt sich super aufbauen. Wärmt das Gesicht schön auf. Für ein helles Häutchen perfekt. Diese Face Palette ist so für dunkle Häutchen eher weniger was, aber für die hellen sehr, sehr gut. Wow. Das ist der Bronzy. Aber das könnt ihr ja auch sehen, ohne dass ich es euch zeige. Aber nun gut. Ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Lässt sich auch sehr, sehr schön verblenden. Was mir jetzt hier besser gefällt als bei Miss Sauda. Ich bin mit Miss Sauda irgendwie so ein bisschen im Zwiespalt. Also der Bronzer ist schon sehr, sehr gut, aber leider viel zu pigmentiert. Die Mascara davon war für mich jetzt gar nichts. Aber für eine Person aus meinem Umfeld, die ich diese kleine Reiseprobe geschenkt habe, die feiert das total. Weiß ich nicht. Also da bin ich noch nicht so. Finde ich es nice, finde ich es gut oder nicht. Aber kennt ihr das, wenn ihr etwas mögen wollt? Und so geht es mir mit Miss Sauda. Und ich muss sagen, der Bronzer ist wirklich schön, wärmt das Gesicht wunderbar auf. Gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und fühlt sich ganz, ganz leicht auf der Haut an, muss ich sagen. Vom Tragegefühl her. Das ist bei Miss Sauda jetzt nicht so der Fall. Bei dem merkt man das schon, dass man sehr pudriges, was Pudriges drauf hat. Und hier hingegen wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Leichtigkeit. Und auch das Verblenden klappt hier perfekt. Wie findet ihr das? Ich finde es mega. Schreibt es in meine Kommentare. So. Und Blushen tun wir uns zum Schluss. Gut. Was haben wir noch? Highlighten tun wir uns auch zum Schluss. Okay, und Blushen tun wir uns auch zum Schluss. Dann kommen wir zum nächsten Produkt. Und da haben wir dann das hier. Das ist die Nine Colors Palette. Smoky. Kommt auch in so einer gleichen Verpackung. Ist eine kompakte Lidschattenpalette. Die Folie brauchen wir nicht. Für mich literally ein bisschen zu viel Verpackung, aber okay. Sieht so aus. Kommt auch mit einem Spiegel daher. Und da sind die Shades. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dieses Anthrazit gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Das werden wir heute auf jeden Fall austesten. Das ist der zweitdunkelste Ton. Das ist so ein deepes Braun, schon fast ins, also ein sehr, sehr dunkles Braun. Ich würde es schon Kaffee nennen. Und wir haben ein Weiß, wir haben Grau. Hier ist auch so die Grau-Anthrazit-Schiene. Hier haben wir, ist es ein Grün? Ich glaube ja. Den könnten wir fürs zweite Auge nehmen. Ja. Und unten, wie gesagt, das tiefe Braun. Und hier nochmal so ein gräulicher Ton und auch ein heller Ton. Ja, was ich in dieser Palette allerdings vermisse, ist ein Metallic Shade oder ein Dewy Chrome. Zumindest mal irgendein Shimmer Satin Shade.
Den sucht man hier vergebens. Das sind alles matte Shades. Ja, bin ich schon ganz gespannt drauf. Die haben im Übrigen auch Namen. Aber dafür brauche ich wirklich meine Brille. Ich suche mal meine Brille und bin gleich wieder zurück. Ja, meine Lieben, meine Brille ist hier und das sind nochmal die Shades. Der erste helle Shade, das ist Snow. Und dann haben wir nebendran gleich Mountain. Das ist der hier. Stony. Und Shadow. Tuxedo ist der anthrazitfarbene. Castle. Highway. Colors. Und der letzte. Nyx. Das ist der Nyx. Ja. Und ich würde sagen, ja, sehr schade, dass hier keine Shimmer-Shades mit drin sind. Ich nehme mal den Pinsel von Anastasia Beverly Hills. Einmal hier die Fluffy-Seite und hier den festgebundenen Seite. Und wir gehen in dieses wunderschöne Anthrazit rein in der Mitte. Also wie ihr seht, Pigment ist absolut gegeben, genauso wie in den Swatches auch. Wow. Ich verblende das mal ein bisschen. Ich überlege jetzt einfach, dass so zu lassen und dafür andere Töne zu nehmen. Ja, lässt sich auf jeden Fall schön und schnell verblenden und ist ein wunderschönes Anthrazit, muss ich sagen. Das ist genau was für mich. Also hier kann man wirklich sehr schönes Smoky Eyes zaubern. Ich intensiviere das jetzt hier nochmal. Also bis jetzt gefällt mir das richtig gut. Also wirklich, wirklich schön. Ihr seht selbst, da muss ich mich fragen, was Contra Junkie eigentlich hat. Vielleicht hatte sie jetzt nicht das Produkt, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die anderen Produkte schlechter sind. Aber nun gut, das ist ihre persönliche Meinung, wenn sie das so empfindet. Ich kann das leider nicht bestätigen. Ich finde das sogar sehr, sehr schön. Lässt sich super schön verblenden. Ja. Was nehmen wir als nächstes? Was nehmen wir als nächstes? Ja. Ich nehme mal hier jetzt NYX. Das ist der ganz dunkle Ton. Den gebe ich mir hier auf. Und da auf. Und ihr seht, ich gehe da ganz, ganz leicht rein. Ich dippe da nur den Pinsel rein. Und mehr mache ich auch nicht.
Ja, was soll ich sagen? Pigment ist also wirklich so intens. Das Einzige, was jetzt hier wirklich fehlt, ist ein Shimmer-Shade. Wie gehen wir jetzt weiter hier vor? Ich gehe mal hier in Koloss rein mit dem Finger. Der ist bläulich oder Flieder? Eher so ein helles Blau. Ich weiß gar nicht, kann man das in der Kamera so sehen? Bei mir wirkt das sehr weiß. Und hier sehe ich, dass es bläulich ist. Und im Fändchen ist es eigentlich auch bläulich. Wirklich sehr, sehr schön. Ich gehe nochmal in das Anthrazit rein und gehe in die Lidfalte rein, um das Ganze hier mal zu vertiefen. Ja, ich mache jetzt mal so ein Wannabe Halo Eye. Was soll ich sagen? Also, ich habe es mal hier jetzt noch ein bisschen verdunkelt. Noch ein bisschen ausblenden. Also man kann damit sehr, sehr gut präzise mit arbeiten. Also für mich auch anfängerinnenfreundlich. Man muss allerdings aufpassen, wie man mit dem Pinsel reingeht. Mit leichter Hand und erstmal nur dippen. Da gibt es schon sehr viel Pigment ab. Und wie ihr seht es ja selbst, wie super sich das verblenden lässt. Und so würde ich auch diesen Look hier stehen lassen. Das gefällt mir schon richtig, richtig gut. So, und jetzt gehen wir in diesen Ton rein, hier oben in der Ecke. Das ist, glaube ich, ein Grün. Es ist Stony, aber Stony, ich denke, er ist ein Grau. Wirkt aber sehr grünlich. Nee, aber es ist tatsächlich grau. Ja, gehen wir mal da rein. Ja, und auch hier seht ihr super pigmentiert. Ich muss auch sagen, es hat schon eine sehr gute Qualität, ne? Das muss man schon sagen. Auch vom Tragegefühl her sehr leicht, genauso wie der Bronzer auch. Man merkt jetzt nicht, dass man da so einen Flatscher hat. Das merkt man schon bei Lidschatten manchmal schon. Und hier wirkt es so, so leicht. Dass man glaubt, man hat schon gar nichts darauf. Ich blende das jetzt auch mal hier aus. Und wie ihr seht, lässt sich es wirklich mit wenigen kreisenden Handgriffen super verblenden. Also ich muss sagen, ich bin doch überrascht. Ich habe es mir schon gut vorgestellt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es schlecht ist, auch wenn viele das zerreißen im Netz. Es ist immer so geteilter Meinung. Manche finden es mega. Eine Zuschauerin, wenn du jetzt hier zuschaust, du weißt, wen ich meine. Unsere Blush-Liebhaberin und Highlighter-Liebhaberin, die heute ganz auf ihre Kosten kommt, die feiert das total und ich muss sagen, ich feiere es mit ihr. Mega, mega schön.
Gefällt mir richtig, richtig gut. Also das ist echt eine absolute Smoky-Eyes-Palette. Aber für eine Smoky-Eyes hätte ich ein bisschen Glitter, Shimmer, Sparkles mir gewünscht, um noch mehr den Vamp rauszuholen. Aber ansonsten einen für sich. Absolut meins. Von den Farben her. Ich liebe dunkle Lidschatten. Jetzt nehmen wir Shadow. Das ist dieser Ton hier. Und Shadow geben wir uns im Innenwinkel. Und ihr seht auch hier super Pigment. Und ich gehe wirklich, wirklich nur, ich dippe nur ganz leicht im Fännchen, weil ich mich schon gar nicht getraue, noch stärker reinzugehen. Und man sieht selbst. Ich blende es jetzt mal ein bisschen aus hier noch. Was soll ich sagen? Ihr seht es ja selbst. Es ist einfach wow. Ich weiß nicht, was man jetzt hier dran nicht gut finden kann, weil es ist wirklich qualitativ wirklich sehr hochwertig. Für mich absolut sogar manche High-End-Brands können mit dieser Qualität hier nicht mithalten. Und das geben wir uns jetzt auf das bewegliche Lid. Wir nehmen jetzt mal dieses Weiß. Wow. Seht selbst. Und ich habe immer noch Produkt auf den Fingern. So, jetzt blenden wir das Ganze noch mal. Was war das jetzt? Colossal? Nee, Shadow. Blenden wir das ineinander. Das funktioniert einwandfrei. Die Shades lassen sich mega ineinander verblenden. Schaut selbst. Mega. Mega, mega, mega. Welchen Ton hatten wir noch nicht? Wir hatten noch nicht Castle. Aber Castle könnte zu hell sein. Nee, wir gehen mal in Mountain rein. Es ist auch ein helleres Grau. Und ich würde sagen, wir mischen Mountain mit Castle. Das ist schon stark. Wow. Also hier kann man wirklich wunderschöne Looks kreieren. Schönes Smoky Eyes. Also was die Palette so draufstehen hat, ist auch drin. Sehr, sehr schön. Wir haben jetzt sogar fast alle Shades einmal ausprobiert. Ich nehme jetzt hier nochmal Highway für dieses Auge. Ja, ihr seht selbst. Ihr seht es selbst. Und ich gehe noch nicht mal mit Druck da rein. Ich gehe wirklich mit leichter Hand drüber. Wir könnten es jetzt auch noch mal intensivieren. Das machen wir jetzt auch
waren jetzt richtig intens. Ja, soll ich sagen. Und auch auf der anderen Seite richtig schön intensiv. Okay, das sind jetzt auch zwei hellere Shades. Aber hier im Spiegel kommt es auf jeden Fall wesentlich krasser rüber. Jetzt verblenden wir das Ganze nochmal aus, schön. Mega! Mega Palette. Von mir eine absolute Empfehlung. Absolut AnfängerInnen tauglich. Man muss halt mit leichter Hand reingehen, muss ein bisschen ausprobieren. Achtung, es ist wirklich sehr pigmentiert. Wer Smoky Eyes mag, ich liebe es. Es ist genau meins. Die kann ich nur empfehlen. Die hat jetzt. Was hat die Palette gekostet? Ich glaube 15 Euro. Ja, safe. Weil hier hat man Spaß und hier hat man auch was von. Einzigster Kritikpunkt: kein Shimmer Shade, kein Sparkles, kein Metallic Shade, kein Dewy Chrome. Hätte für mich noch mit reingehört. Fehlt mir ein bisschen. Aber das Ergebnis spricht für sich und belohnt das Ganze auch. Mega, mega, wie sich das verblenden lässt. Also Wahnsinn. Und wie schnell auch. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Richtig, richtig gut. Meine Lieben, bevor wir jetzt mit Blush weitermachen und mit Highlighter und wir haben noch Lippen, würde ich sagen, ich gebe ein bisschen Eyeliner drauf und ein bisschen Mascara und bin gleich wieder für euch zurück. So, meine Lieben, da bin ich auch wieder zurück. Wie ihr seht, mega schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich mag das hier schon mehr wie das. Bestimmt, weil es intenser ist. Mega schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin richtig überrascht. Ich habe zwar nichts Schlechtes erwartet jetzt, aber so gut habe ich es nicht erwartet tatsächlich. Muss ich sagen. Ja, ich habe eingangs vergessen, euch zu sagen, was ich benutzt habe für meine Base. Foundation habe ich benutzt, die Morphe Foundation. Das war die Light From Foundation. In der Farbe Light, ne? 08C. Ja, die hat so einen schönen Dewy Finish und einen leichten Glow. Gefällt mir ganz gut. Ich würde sagen, wir machen weiter jetzt mit der Face Palette. Und da wir auch einen flüssigen Blush haben, jetzt haben wir natürlich dreifachen Blush. Also, ich glaube, beim Blush wird es mir in der nächsten Zeit nicht mangeln. So, da wir sehr oft Peach genommen haben, nehme ich jetzt mal diesen Rosy-Ton. Und dafür nehme ich wieder den angeschrägten Pinsel. Wo habe ich den hin? Da. Und gehe mal hier schön rein. Und wir nehmen diese Seite. Wow. What the hell? Oh mein Gott, ist das pigmentiert. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ein wunderschöner Blush. Aber ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben tatsächlich. Aber so seht ihr einfach mal auch, wie die Farbe matcht. Und wie pigmentiert das doch tatsächlich ist. Es ist Wahnsinn. Also das ist richtig pigmentiert. Ja. Also ihr könnt sehen, ich sehe es von hier aus. Also das ist mein Blush. Wow.
Genau, und jetzt geben wir uns erstmal ein bisschen Setting Spray drauf. Und da benutze ich wieder von Morphe den Jumbo Continuous Prep and Set Mist. Ich liebe es. Hat den feinsten Sprühnebel ever. Und ihr seht, jetzt können sich wirklich der Bronzer und die Foundation miteinander verbinden, genauso wie das Setting Powder. Das Setting Powder habe ich natürlich benutzt, das Wonder Melon von Action, was ihr schon zu Genüge kennt. Und ich habe mir noch ein bisschen Kajal in die Wasserlinie gegeben von Trend It Up. Der Kajal, wie nennt er sich? Contour and Glide Kajal. I love it. Mir drehen nicht die Augen davon. Vertrage ich super, super gut. Lieben wir. Ja, so. Und jetzt nehme ich mal einen Fluffy Pinsel. Ja, und der ist perfekt. Und jetzt gehen wir mal in den Highlighter rein. In Precious. In diesem Champagner Gold. Und ich gehe da ganz leicht rein, weil ich mir schon denken kann, dass der super pigmentiert sein wird. Sieht man was? Wow. Oh ja. Wow. Sehr schön. Dann gehen wir doch mal auf diese Seite. Hier sehe ich es auch meistens immer besser. Ja. Oh wow. Ich glaube, ich habe jetzt hier übertrieben durch dieses Licht. Blende das und jetzt sehe ich, wie viel Wumms das hat. Schön, wunderschön. Einen wunderschönen Schien und ich übertreibe jetzt nicht, dass ich da jetzt fest reingehe. Und ich denke, wir geben uns das Ganze auch in den Inner Corner. Ich nehme so einen festgebundenen schrägen Pinsel. Der ist von Action im Übrigen. Und ihr seht selbst. Wahnsinn. Mega, einfach mega. Ein sehr schöner, na, Highlighter in einem Champagner Gold lieben wir. Sehr, sehr schön. So. Und ich würde sagen, den flüssigen Blush, den nehmen wir ganz zum Schluss. Ich gebe mir jetzt ein bisschen Lippenumrandung drauf. Ich nehme auch hier das hellere Braun, was ich habe. Von Trend It Up DM, da ist er. Ist ebenfalls in so einem Hazelnut, das ist das Light in Glide. Den habe ich ja nochmal in so einem rötlichen Braun.
Und nochmal in so einem hellen Braun, also so Hazelnut. Passt perfekt zu diesem Bronzer. Könnt ihr mal bitte schreiben, wie ihr diesen Bronzer findet? Schreibt mir das mal in die Kommentare, weil ich finde den richtig hot. Ich finde den richtig, richtig schön und ich glaube, der passt perfekt zu meiner Haut. Der gibt mir so einen richtigen Golden Touch. Okay, ich umrande mir schnell die Lippen und bin direkt wieder da mit Bikini. So, meine Lieben, da bin ich auch wieder zurück. Lippen sind umrandet. So, und nun kommen wir zu Bikini. Als ich den gesehen habe, den musste ich sofort haben. Das ist absolut meins. For the beauty obsessed, by the beauty obsessed. Steht auf jeder Verpackung drauf. Matt Lipstick. Ist ein matter Lippenstift. Kommt in dieser Umverpackung. Und jetzt bitte schaut euch mal dieses Packaging an. Ist das nicht mega, mega schön? In Weiß-Silber. I love it. Und das ist der Inhalt, ein wunderschönes Peach. Und diese Farbe nennt sich einfach Bikini und er ist noch erhältlich und war runtergesetzt von 14 € oder 13 € auf 7 €. Ich habe gleich zwei davon. Ich dachte mir, für diese Farbe brauche ich definitiv ein Backup. Es ist ein wunderschönes Peach, was jetzt perfekt gepasst hätte mit diesem Blush hier aus dieser Face-Palette. Hätte perfekt gematcht. Aber nun gut, wir hatten jetzt genug Peach und deswegen hatte ich jetzt hier mal dieses Rosy genommen. Wow. Eine traumhafte Farbe. Genau den Ton, was ich so im Creamy-Bereich gesucht habe, seit ewig und nie gefunden habe. Aber dafür jetzt in doppelter Ausführung. Ich liebe diese Farbe. Die ist für den Sommer perfekt. Ich glaube, das wird mein Liebling. Ja, und da ich noch den Jeffree Star Peach The Gloss haben, könnte ich mir den quasi drüber geben. Und es wäre ein perfekter Match. Also ich lieb's. Genau meine Farbe. I love it. Ja, meine Lieben. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Oh mein Gott, dieses Video explodiert. Und der lässt sich auch nicht lumpen. Es ist so ein richtiger Colourpop Blush. Riecht nach nichts. Hat so einen leichten Eigengeruch in einem Megapink. Ja, liebe Gina, vielleicht hättest du dich erstmal blushen sollen, bevor du dich highlightest. Schaut euch das an, wie das knallt. Ich gebe mir jetzt bewusst nicht zu viel da drauf, weil der schon sehr pigmentiert war. Und ja. Wow. Ja, und obwohl ich sehr wenig drauf getupft habe, ihr seht selber, der killt sogar mein Bronzer. Wirklich eine Knallerfarbe und mega pigmentiert. Oh mein Gott. Also selbst das, was ich mir aufgegeben habe, ist viel zu viel. Da muss ich noch mal mir das auf den Handrücken geben und mit dem Pinsel dann reintupfen. Ja, mega. Vor allem hier auf der Nase. Kaum zu übersehen, würde ich sagen. Und auf der Wange sieht man es genauso. Richtig, richtig krasses Zeug.
Ja, meine Lieben, also habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee. Highlighter hatten wir probiert, Blush in Puderform auch, Bronzer auch. Die Lidschatten mega. Ich bin mal gespannt, wie ich ihn nachher gleich abbekommen werde, weil auf meinem Arm, das war schon richtig Arbeit, muss ich sagen. Ja. Es gibt nicht ein Produkt, was ich hier schlecht finde. Ganz im Gegenteil. Also ich bin richtig geflasht. Vor allem mein absoluter Liebling ist Bikini. Bikini ist einfach mega. Eine wunderschöne Farbe. I love it. Ich denke, the summer kann kommen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also es gibt nichts auszusetzen. Ich würde sagen, ich stelle euch mal noch mal ein bisschen nach hinten und dann könnt ihr es mir ein bisschen von der Ferne aus betrachten. Und ich melde mich gleich zurück. Ja, meine Lieben, das ist der Look von der Ferne oder etwas entfernt. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Es gibt kein Produkt, was ich jetzt hier roasten könnte oder euch nicht empfehlen könnte. Smoky, ich glaube, das könnte echt mein Favorite werden. Würde ich bestimmt sehr oft nachgreifen. Der Blush ist einfach der Shit Next Level. Mega pigmentiert. Geile Farbe. Sommerboom. Die Face-Palette. Da hat man alles drin. Zwei Blushes. Bronzer, der schön warm ist, für dunkle Häutchen allerdings nicht so zu empfehlen, für die hellen Häutchen absolut. Hat einen schönen Spiegel mit drin, absolut was zum Reisen. Man hat einen Highlighter drin, man hat einen Bronzer drin, man hat zwei Blushes drin, die mega pigmentiert sind im Übrigen. Absolute Empfehlung und ja, Bikini, was soll ich euch sagen? Meine neue Liebling. I love it. Kommt auf jeden Fall in die Vacation Bag. Absolute Empfehlung. Holt euch diesen Shit Next Level. Der heißt Bikini. Der ist Bikini. Mega. Ja, meine Lieben, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben. Support ist kein Mord. Abonniert meinen Kanal. Aktiviert das Glöckchen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Denkt an meinen Urlaubsvlog. Und da habe ich jetzt noch was vergessen? Ja, folgt mir gerne auch auf Instagram und TikTok. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder am Sonntag. Bis dahin, eure Gina Juicy. Bye bye.